So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Und zwar hat Pupsi wieder was mitgebracht. Das wollen wir euch jetzt mal zeigen. Das sieht nämlich so aus. Das sind Pizzabrötchen. Nachdem wir letztens ja die Pizza Donuts hatten, haben wir heute Pizza Buns mit Schinken, ja? Tiefgefroren. Party. A tasty invitation. Mit Emmentaler und gekochtem Schinken. Steht auch hinten nochmal drauf, was da jetzt alles drin ist. Weizenteig gefüllt mit Schmelzkäsezubereitung, Emmentaler und gekochten Schinken. Und dann haben wir natürlich neben Schinken auch Pizza Buns Salami. So sehen die also aus. Wunderbar. Mit Tomatensauce, Salami und Mozzarella. Steht auch hinten nochmal drauf. Schnittfeste Mozzarella sogar. Stellt euch das mal vor. Vergesst den normalen Mozzarella. Erlebt einfach den schnittfesten Mozzarella. Das auf jeden Fall sehr genial. Ich packe das jetzt mal hier aus und gucke mir das mal an. Wir werden natürlich nur die Hälfte machen. Och, das ist aber schön. Ihr könnt nämlich hier einfach so eine Stange rausnehmen und dann habt ihr die Hälfte von der Packung. Und wenn ihr hier bei dem anderen die Stange rausnehmt, dann kann man eine ganze Packung, so wie sie ist, wieder zurücktun. Das heißt, wir haben hier jetzt Salami. Da unten ist Schinken. Damit man den Unterschied überhaupt merkt, es ist nämlich noch eine Packung Schinken da, packen wir die Schinken hier rein bei die Salami, tun das wieder hier rein, bis Pupsi irgendwann mal kommt, damit die das mal probieren kann. Das tun wir ansehnlich jetzt daneben stellen. Haben jetzt hier einmal Schinken, einmal Salami. So sieht's aus. Sieht man ja durch die Folie alles, wie das sein soll. Das hauen wir jetzt mal in den Ofen und probieren das dann. Finde ich lustig, dass die alle so zusammenhängen, dass das also eine richtige Stange ist. Aber gut, kann man ja noch auseinander machen, denke ich mal. Wir hauen den Ofen an, schmeißen die mal rein, gucken uns an, wenn's fertig ist und dann geht's ab. So, wir sind zurück. Die Pizzabrötchen sind fertig und die riechen eigentlich gar nicht mal so schlecht. Jetzt hatte ich wieder das Problem, dass ich mit dem Backpapier gekämpft habe. Denn irgendwie kam schon schwarzer Ruß aus dem Ofen, aber die Brötchen sahen immer noch total hell aus. Jetzt habe ich die rausgenommen, nachdem das Backpapier schon sich aufgelöst hatte. Also ich, keine Ahnung, der Ofen ist einfach heftig, der Boss. So sehen die jetzt aber aus. Die waren immer noch als ganzer Strang, als ich die rausgenommen habe. Aber ich habe das mir schön gleich mal so in Stückchen zerteilt, dass das besser abkühlt, dass man dann besser essen kann. Ihr habt jetzt so eine Formation jetzt aufgestellt. 3, 2, 2, 3, das ist Schinken, das ist Salami. Sieht man das, dass das Salami ist? Wenn ich eine Kamera hätte, die fokussieren könnte. Ich glaube, das liegt an diesem Fischei, dass das nie so aussieht, wie es aussehen soll. Ihr habt auf jeden Fall Schinken, so eine schöne Schinkenspalte, ja, und hier so eine Salamispalte. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie es schmeckt. Wir fangen natürlich wieder mit Schinken an, weil Salami ja bekanntlich mehr Power hat. Nicht, dass wir dann gar nichts mehr schmecken. Wollen wir das mal hier so auseinanderziehen und mal gucken, was uns darin erwartet. Erstens, es dampft. Zweitens, habt ihr hier einfach nur Teig, da ist ein bisschen Käse dran. Hier habt ihr Teig mit ein bisschen Käse und Schinkenwürfeln. Die haben es also ganz einfach gemacht. Die einzige Füllung ist also in den Schlitz einfach reingesuppt und dann war's das. Wenn ihr jetzt das so gut aufbrecht, dass ihr, wie bei diesen, wie heißen das, die Hallorenkugeln, wenn ihr das so gut aufbrecht, schafft ihr es vielleicht, dass ihr einen bloßen Teig in der Hand habt und die ganze Füllung auf dem anderen draufhängt, weil das ist ja nicht in dem Brötchen drin, das ist ja nur in den Schlitz reingeschmiert. Wir probieren jetzt mal Hälfte, Hälfte. Auf jeden Fall sehr knuspriger Boden. Erinnert mich an diese, ja, wie nennt man das, diese Käsestangen, diese Fluts. Kennt ihr dieses Knabbergebäck, was es zu kaufen gibt, wo es Käsestangen gibt und auch mit Meersalz, die so dick sind und gerollt. Und geballst du ab und die sind auch so knusprig, aber kalt, aber fluffig und haben so einen eigenen Geschmack, so einen Teiggeschmack. Das erinnert mich nicht an einen Pizzateig, sondern an diese Käsefluts.
ich weiß nicht, wie man die nennt, Käseflutes, keine Ahnung. Rein vom Geschmack des Teiges mit dieser Cremenote, was der Käse ist, ist das auf jeden Fall schon richtig genial. Jetzt habe ich aber hier dieses kleinere Teigstück mit auch Schinken drauf und Käse. Okay. Vom Schinken schmeckt man jetzt nicht wirklich viel. Wir nehmen uns mal ein anderes und stopfen uns einfach mal ein ganzes rein. Dass wir den Teig, den Käse und den Schinken alles mit einmal haben. Das sieht auf jeden Fall aus wie ein Windbeutel, oder? Ist ein bisschen viel Teig und ein bisschen wenig Füllung. Also da hätten sie ruhig ein bisschen mehr Füllung reinmachen können. Haben sie wieder gegeizt am falschen Ende. Schmeckt trotzdem ganz gut so als Snack, aber ich glaube, wenn ihr so eine ganze Packung esst, ihr habt im Prinzip nur Teig gegessen die ganze Zeit. Das ist wie wenn ihr einfach ein ganzes Mischbrot mit einmal isst. Nur, dass das halt nicht warm ist. Also es ist frisch. Sieht trotzdem aus wie Windbeutel. Warum hat Kanal Phänomenal nicht damit mal eine Challenge gemacht? 50 Pizzabrötchen in 10 Minuten. Nee, wie lange hat er das gemacht? 50 Windbeutel? Er hat einfach 50 Windbeutel gegessen und geguckt, wie lange er braucht. Hätte er 50 Pizzabrötchen gegessen, wäre das bestimmt richtig genial gewesen. Wir gehen jetzt aber mal von dem Schinken weg. Der Adi will mein Fanpaket aufmachen. Wir machen das gleiche jetzt mal mit einem Salami. Wir nehmen uns ein kleines, reißen das mal auseinander. Na gut, da gibt es nicht viel zu reißen. Jetzt habt ihr hier drüben wieder reinen Teig mit ein ganz bisschen Tomatensoße dran. Da kommt aber gleich so eine betörende Note hinterher. Ich glaube, das meiste, was hier dran ist, ist Zwiebeln. Und wenn ich hier drauf gucke, das sind ganz kleine Salami-Würfel, aber dazwischen einfach, weiß ich nicht, Zwiebelchen. Ganz viele Zwiebelchen oder Fett vom Schinken. Wir probieren mal die andere Seite. Oha. Schmeckt original wie Karazza. Auf jeden Fall richtig genial. Adi, was machst du da die ganze Zeit? Ach ja, da legt er sich hin und tut so. Du siehst mich nicht. Auf da reinzugreifen. Was machst du denn mit dem Karton? Da sind die ganzen Süßigkeiten drin vom Oscar. Hier ist noch der Sabender, hier ist der Oscar. Was suchst du denn in dem Karton? Da ist doch nichts drin, auf den Karton kaputt zu machen, ja? Böser Adi. Böser Adi, guck mal. Pizzabrötchen. Und? Was spricht's? Hier kommt er hoch, hier oben gibt's viel mehr zu sehen. Also ich habe keine Ahnung, was der Adi da macht oder vorhat. Auf jeden Fall lenkt er mich ab. Jetzt nehmen wir mal eins mit Salami und Mozzarella. Ach so, ja, Mozzarella. Nee, Mozzarella war das nicht. Ihr macht doch eure Tomatensoße auch immer mit Zwiebeln oder nicht? Manche legen eine Zwiebel rein, dass das den Geschmack annimmt und manche tun Zwiebelstückchen reinschneiden, sodass ihr die ganze Zeit nur auf den Zwiebelstückchen rumbeißt und eigentlich gar nichts mehr von der Tomatensoße schmeckt. Wie ich es mir dachte, ist Salami natürlich präsenter, kräftiger, würziger. Und auch Keller. Er macht einfach weiter. Ich frage mich, warum? In dem Karton sind 10.000 Bonbons und Kaugummi.
alles eingepackt. Original. Nichts offen. Entweder macht es ihm Spaß, an einem Karton rumzuwühlen. Oder wir gucken, was drin ist. Oder er will einen Bonbon haben. Ich weiß es nicht. Schmeckt auf jeden Fall auch. Ist aber, wie gesagt, schon ein bisschen kalt, weil ich jetzt hier so lange rumgelabert habe. Da hätte sich der Ismo jetzt schon wieder abgekotzt. Als Snack für zwischendurch kann ich es also empfehlen. Schinken, Salami. Ich weiß nicht, da gab es, glaube ich, noch eine Sorte Paprika. Aber, herrje, was wollt ihr mit Paprika? Eigentlich nichts. Veganer. Gönnt euch Schinken, gönnt euch Salami. Habt ihr die auch schon mal probiert? Gab es, glaube ich, auch im Lidl. Schreibt mal einen Kommentar, wie ihr die findet oder ob ihr selber Pizzabrötchen macht, wie die dann aussehen. So sehen die also aus bei uns. Die sind noch übrig, die werde ich mir jetzt noch reinziehen. Dann werde ich einen Adi nochmal auf den Bobs hauen, weil er hier alles kaputt macht. Oder ich füttere ihn nochmal. Ich habe ihn eben vor der Sendung gefüttert und dadurch hat er die Energie. Ich darf ihn nicht mehr füttern, dann macht er nichts mehr. Dann liegt er nur noch faul rum. Das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.